Jo Leute, willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Ich bin euer Foxstar und ich bin immer noch mitten auf the Island. Mittendrin dabei, einen Giga zu zähmen. Ich muss ihn erstmal finden. Wartet, hier ist er. Level 130. Richtig miese Stats, aber wir wollen es ja einfach mal machen. Ich habe meinen Karcher im Gepäck. Der wird den lieben Giga mal Hallo sagen und mal an die Tür klopfen. Aber wir müssen ja natürlich erstmal ein bisschen trainieren, erstmal ein bisschen hochbuffen, weil ein 130er Giga selbst mit so miesen Damage-Wert ist nicht so einfach, ne? Also, wir sagen, let's go, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wir schauen erstmal, dass wir einen ruhigen Fleck finden, wo wir unseren Karcher hier runterlassen können. Und, ja, würde sagen, hier passt. So, Karcher raus. Oh, was ist denn jetzt? So, Motte wieder rein. Mein königliches Mistvieh. Und jo, würde ich sagen, oh, shiny hefty, damals so ein Dilophosaur. Sehr schön, werden wir natürlich nicht sehen. Die Shinies sind irgendwie für einen Witz total lächerlich, weil es immer nur so kleine Shinies sind. Oh Mann. Okay, also ein bisschen Agi-Snacken hier, ein bisschen, ja, das Hochbuffen. Was haben wir? Ein Punkt, wow. Okay. Also es dauert hier wahrscheinlich einen ganz kleinen Moment. Leute, ich kann es nicht ändern. Das ist jedes Mal so, wenn wir den Karcher hier auspacken. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, den hier so hoch zu trainieren. Was der an Damage macht. Und ich bin hier immer noch mit meiner Bestie unterwegs. Das ist kein gezüchteter. Das ist wirklich ein gezähmter Karcher, der noch keinen Prägebonus hat, noch nichts, ja. Leute, wir sind schon bei 55, ja, jetzt gleich 56 Punkte. Das würde schon fast reichen. Ich bin gespannt. Ich bin schon richtig heiß auf den Giga. Ich hoffe, ich finde den noch wieder. Also der rennt ja auch weg, ne? Können wir nicht Titano da hinten auch noch snacken? Hallo Titano, mein Hübscher. Wie sieht's aus? Ich glaube lieber nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir wollen ja natürlich unseren Karcher noch vermehren. Dafür brauchen wir natürlich noch einen zweiten. Und, mal gucken. So, 61 Punkte. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen schon mal in die Richtung vom Giga. Und habe ich eigentlich alles eingepackt? Ja. Ich habe ein Giga-Bait auf dem Pfeil gepappt. Das ist dieses ekelige Herzding, was hier so rumwabbelt. Und dieses Wabbelding werde ich mal in Richtung vom Giga schießen. Aber zuerst schnappe ich mir da oben noch die Rechse. Die Rechse müssen sein, weil dann haben wir vielleicht so im besten Fall gleich 64, 65 Punkte. Ich weiß nicht, wie das Ding da unten heißt, dieser Killbuff. Aber, boah, was jetzt hier? Komm, so ein Riesenvieh, der kann doch nicht rumlaufen. So, guck mal, schon fast 1000 Schaden hier. Ihr toll, 92. 1000 Schaden, ja, jetzt geht's ab. Darum ist das ein Mikroraptor? Nee. Nee, das ist, glaube ich, hier Mikroraptor. 145er Rex. Oh, nein. Oh, hätte man es sehen sollen. Naja. Achso, ich kann es jetzt nicht ändern. Okay, da hinten fliegt Griffin. Und da ganz hinten ist unser Giga, unser neuer Freund. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir eine Runde gequabbelt haben, gekuschelt haben, werden wir hier so ein bisschen das Buddies werden. Ich muss aufhören, noch mehr Dinos zu suchen. Das macht richtig süchtig, diesen Killbuff hochzumachen, weil man genau weiß, der wird immer stärker. Aber hier ist auch gar nichts weiter. Also gehen wir mal Richtung hin. Vorsichtig hier so ein bisschen. Nicht wieder auf den Damage kriegen vom Runterspringen. So wie beim letzten Mal. Ja, hier ist wirklich... Ah, doch, da hinten. Leute, es tut mir wirklich leid. Ich muss noch mal ganz kurz da hinten hingehen. Ja, also ich bin mir echt wirklich unsicher, ob der sonst den schafft. Und deswegen lieber ein bisschen mehr Buff, als dass wir den Karcher jetzt verlieren. Also es gibt ja bei Ark jetzt keine Safe Games oder irgendwas, wo wir sagen können, warte, ich muss mal eben das Fleisch hier rausmachen. Wo wir sagen können, ja, egal, scheiß drauf. So, okay. Ja, so, fleucht und fleucht, nichts weiter rum. 68 Killbuff. Jo. Was ist denn das? Vogel? Hallo? Ja. Oh, Maschops. Okay, wir gehen mal hin. Wir sagen mal Hallo. Und wo ist er denn? Der muss doch hier irgendwo sein. Da. Da ist er. Seht ihr ihn? Da hinten im Gebüsch. Das ist getan. Wir schmießen mal das Ekelding hin. Ah, das war ein bisschen niedrig.
Vielleicht klappt es trotzdem, aber ansonsten muss ich ihn so ein bisschen hinlocken. Ha? Was jetzt? Komm. Was macht ihr denn? Junge. Frisst der irgendwas? Kommt er wieder nicht ran, ne? Den Gehalt kriegt. Oh nee, jetzt frisst er da irgendwas und mehrt ewig rum. Ja, was macht man jetzt? Außen rum? Keine Ahnung. Also, ja, nee, das Ding liegt ja bloß 2 Minuten. Muss ihn jetzt irgendwie da hinlocken. Ah? Ah, er hat gefressen. So ist ein Mädchen. Das Mädchen hat Best Friends Forever. Machen so ein Freundebuch dann. Okay. Wir bluten! No! Ja, aber easy. Guckt euch mal an. Der ist ja schon ein Drittel gezähmt hier. Easy, easy. Immer rein damit. Der macht schon Damage. Ich sollte nicht absteigen. Ich sollte definitiv nicht E drücken, um abzusteigen. Aber, ja. Haben gleich. Guck mal. Boah. Ja, aber wir nehmen auch ordentlich Schaden. Seht ihr da oben? Ist nicht so, als würde das ja locker sein. Okay. Jawohl. Haben es geschafft. Ja. Haben zumindest 25%. Okay. Giga. Giga Mädchen. Ich habe was zu fressen für dich. Hier, überragendes Kribbeln. Die Musik kann jetzt bitte mal ausgehen. Danke. Und wir gucken mal, dass wir... Ach so, ich muss es, glaube ich, hinlegen, ne? Anfüttern geht noch nicht. Dann legen wir mal was hin. Oh! Er frisst mich! Nein, er frisst mich nicht. Hallo? Ja? Haha, wie er guckt. Oh, das ist eine Mücke. Was war das jetzt hier? Ah, geil. Stellt euch mal vor, ihr seid so ein Riesenvieh an Giga. Dann kommt da oben so ein kleines Männchen, fängt euch an zu streicheln. Dann würde ich auch so gucken, ganz im Ernst. Jetzt lass doch mal die Steine liegen. Komm, streicheln. Ja, was? Hallo? Ja, ich war das. Dann mal nicht weg hier, Mädel. Komm mal her, hier. Was? Kann er schon was fressen? Nee. Ah, jetzt wollen wir nochmal streicheln. Bringt ja nicht viele Streicheln, aber. Also das schwere Teil ist definitiv geschafft. Jetzt heißt es. Ja. Jetzt heißt es, ihn Kibbelbait ins Knie legen. Und dann ein bisschen kuscheln, also die Ferse streicheln und dann. Wird da irgendwann mein Freund sein. So macht man das heutzutage. Achso, ich kann mich dann noch um ihn kehren. Ich weiß nicht genau, was dieses Kehren bedeutet, was ich da mache, aber zumindest freuen sie sich da immer. So. Was macht denn mein Karcher da hinten? Hallo, Karcher, komm mal her. Ja, so fein. Ja, guckt mal einer an. Fein. Feiner Karcher. Hört aufs Wort. So, reicheln. 69%. Seht ihr mal, es geht da hier. Richtig fix. Jetzt. Boah. Konnte sich gar nicht richtig freuen, weil es viel zu schnell war. Also, wenn ich mit mir begegnen würde, mit meinem Piraten, mit meiner Badehose, ich würde auch erstmal skeptisch, muss man ja auch fairerweise sagen. So, Was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay. Wir streicheln unseren Giga weiter fleißig, sofern ich mal rankomme. Ich kann ja, die junge Dame kann ja mal anhalten. 94%. Einmal füttern noch, dann haben wir es. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Ja, jetzt. Jetzt. Ja. Oh, jetzt. 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 Na komm. Was ist denn jetzt hier? Ja! Ja! Wir haben einen wilden Giga gefangen. Leute, wenn das jetzt nicht ein Ding war. Also Immersive Taming, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Ich weiß, die Mod ist uralt. Aber wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt.
Macht das mal. Macht das Spielerlebnis so viel ja, besser. Also, Leute. Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Foxer. Guckt euch den an.